Phoenix persönlich. Mein heutiger Gast ist Deutschlands derzeit wohl bedeutendster Schriftsteller Ferdinand von Schirach. Von Beruf ist er eigentlich Rechtsanwalt und es ist ihm gelungen, die zentralen Fragen der Justiz, Gut und Böse, wer wird wann zum Täter, zur Literatur zu machen. Herzlich willkommen bei Phoenix. Vielen Dank, dass ich hier bin. Ja, wir treffen uns hier im Café Einstein in Berlin. Sie sind, glaube ich, häufiger hier. Schreiben Sie auch im Café? Es ist ein wunderbares Café und ja, ich schreibe auch im Café. Ich finde die Situation in einem Café sehr angenehm, weil man also Teil der Welt ist, aber man muss nicht dran teilnehmen. Also man kann sozusagen da sitzen und beobachten und hat einen aufgeklappten Laptop und es ist herrlich. Cafés sind wunderbar zum Schreiben. Und passenderweise heißt Ihr neuestes Buch auch Café und Zigaretten. Über Café haben wir gerade schon gesprochen. Welche Bedeutung haben Zigaretten für Sie? Also einmal ist es so, dass es ganz schwer für mich ist, ohne Zigaretten zu schreiben. Man gewöhnt sich das irgendwann an und dann wird es so zu einem Teil des Schreibens. Und zum anderen sind Zigaretten deshalb ganz gut, weil sie die perfekte Droge sind, weil sie überhaupt keine Befriedigung verschaffen und man einfach immer mehr nehmen muss und auf die Befriedigung wartet, die nicht eintritt. Und das Dritte ist, das ist ein bisschen ernster, Zigaretten sind so ein Memento Mori, also eine dauernde Erinnerung an den Tod. Und das ist mit dem Schreiben, also mit meinem Schreiben, so ein bisschen übereinstimmend. Eigentlich sind Zigaretten ja aus der Öffentlichkeit verbannt. Man darf in aller Regel in Restaurants, in Cafés nicht mehr rauchen. Sie machen das Gegenteil, Sie heben die Zigaretten auf den Titel Ihres Buches. Sie widmen in diesem Buch auch ein ganzes Kapitel Deutschlands berühmtestem Raucher. Das ist Helmut Schmidt und Sie sagen, ich glaube Helmut Schmidt, das ist der ideale Raucher. Ja, genau. Der ist deshalb der ideale, also einmal war es wahnsinnig schön, wie er geraucht hat. Also wir können ja über Helmut Schmidt alles Mögliche sagen, Gutes und Schlechtes, aber das mit dem Rauchen war toll, weil er das zu einer Kunstform erhoben hat. Er hat dann in manchen Talkshows, kann man das immer noch sehen, wenn man die auf YouTube oder wo auch immer anschaut, dass er eine Zigarette ganz langsam anzündete und alleine dadurch entstand eine Pause und dann zog er den Rauch ein und atmete den über seinen Gesprächspartner hinweg. Und das war jedes Mal derselbe Effekt, dass alle kurz still waren und er die Bühne für sich hatte. Das war, konnte das richtig toll. Und dann hat er später, als wir ihn zum Elder Statesman gemacht haben und ihn nur noch bewundert haben, hat er ja auch in Theatern und überall geraucht, einfach so. Und bekam jedes Mal eine Fülle von Anzeigen, die eingestellt worden sind. Ich fand das ganz toll. Jetzt hatte Helmut Schmidt, ich glaube, 4 Bypässe, einen Herzinfarkt. Da würde man ihn ja eher zurufen, Helmut, lass das Rauchen sein. Sie schreiben in Ihrem Buch im Gegenteil, dass Sie Angst hatten, dass einer der Ärzte ihm das Rauchen ausreden würde. Wieso das? Also zwei Dinge dazu. Zum einen war es so, dass die Ärzte ihm gesagt haben, er muss weiter rauchen. Irgendwann war der Körper so an das Nikotin gewöhnt, dass das Aufhören des Rauchens sofort zum Tod geführt hätte. Und das andere war, ist so ein bisschen komplizierter. Wir leben ja in einer Welt, in der praktisch alles schon verboten und geregelt ist. Also ich habe neulich auf einem Flug nach München durchgezählt, wie viele Verbote man insgesamt bekommt. Ich bin auf 46 bis zur Landung gekommen. Es geht ja los vom Tischchen hochklappen bis verstauen Sie Ihr Gepäck da und da und nicht dort und setzen Sie aufrecht und machen Sie die Jalousien hoch und alles Mögliche, was übrigens alles gar keine Rolle spielt, wenn das Flugzeug abstürzt. Und so geht das weiter. Und wenn es dann solche Menschen gibt, die sich weigern, das zu tun, und dafür war Helmut Schmidt eben mit dem Rauchen ein Ausdruck, finde ich das sehr sympathisch, weil unsere Welt eng wird. Jetzt ist Rauchen, das muss man natürlich sagen, ganz blöde. Ja, es schädigt einen, es ist vollkommen verrückt, es ist wie rotes Fleisch essen und alles mögliche andere. Aber das war genau das Tolle an Helmut Schmidt, dass ihn das überhaupt nicht interessiert hat. Helmut Schmidt hat
ein Einwegfeuerzeug benutzt, hat die Zigaretten direkt aus der Packung geholt. Sie haben das ja hier schon liegen, edles Feuerzeug, Silberetui. Was hat das für eine Bedeutung für Sie? Also bei Schmidt war das, glaube ich, so Teil seines sozialdemokratischen Ansehens. Er hätte, glaube ich, unmöglich ein silbernes Etui benutzen können. Das war genauso wie diese alberne Prinz-Heinrich-Mütze, die ihm auch nicht gestanden hat. Und gleichzeitig diese fantastisch aussehenden Anzüge. Also das war, glaube ich, einfach so ein Entgegenkommen seiner Wähler. Ich finde so diese Accessoires wie so ein Etui, das ist so ein bisschen ein Schutz vor der Hässlichkeit der Welt. Ja, man spielt Und man muss die schrecklichen damit. Bilder nicht angucken, die auf den Und Packungen sind. dann, es gibt diese hässlichen kleinen Bildchen, die keiner mag und die, glaube ich, auch nicht vom Rauchen abhalten, die nur furchtbar sind. Und wir umgeben uns ja eigentlich, wenn es nicht Zigarettenetuis ist, immer mit solchen Sachen. Ja, wir ziehen uns ordentlich an, um geschützt zu sein. Oder wir haben bestimmte Riten, die wir einhalten, um die Welt nicht zu nahe kommen zu lassen. Und diese Zigarettenetuis oder Feuerzeuge oder so etwas, das ist so eine Idee von mir. Es nützt nur nichts bei mir, weil ich sie dauernd verliere. Also es gibt ganz wenige Sachen, die ich nicht verliere. Das Etui zum Beispiel, das ist schon ganz alt ist. Aber bei vielen Dingen ist es leider so. Feuerzeuge sind furchtbar. Die Geschichte über das Rauchen und über Helmut Schmidt ist eine der Geschichten, Ja. Anekdoten, die sie da Da, darf ich erzählt. eigentlich rauchen hier? Stört Wir es Sie haben uns sehr? erkundigt, Ja. der Hausherr, das Café, sagt, Sie Und dürfen es stört rauchen. Sie auch nicht Mich so stört das besonders. nicht. Ich rauche Wunderbar. nicht, aber mich stört es nicht. Kaffee und Zigaretten, eine ganz einzigartig eigentümliche Mischung von persönlichen Erinnerungen und von Geschichten, die auf den ersten Blick so nebeneinander stehen, ohne dass sie so viel miteinander zu tun haben. Die eine Geschichte, Helmut Schmidt, haben wir erwähnt. Eine andere Geschichte, die mir aufgefallen ist, da berichten Sie über die drei Rechtsanwälte, Schilly, Mahler und Ströbele, die alle an einem Punkt etwas Gemeinsames haben. Sie haben alle drei Terroristen der RAF verteidigt, aber dann hatten sie einen ganz unterschiedlichen Lebensweg Ja, genommen. ja. Also ich hatte das Glück, dass ich als ganz junger Anwalt in der ehemaligen Kanzlei von Otto Schily anfangen konnte und habe mich so mit ihm beschäftigt, mit dem, was er dargestellt hat. Und Schily ist tatsächlich so eine der interessantesten Figuren dieser Zeit gewesen. Und auch als Strafverteidiger war er unglaublich interessant, weil er etwas gemacht hat, was es sonst nur noch selten gibt. Er hat zwar seine Mandanten verteidigt mit allem, was man so als Anwalt ordentlich machen muss, aber er hat gleichzeitig immer das Recht verteidigt. Und das war damals notwendig. Also die Bundesrepublik in dieser Zeit war ja relativ unsicher. Man traf die Entscheidung alle neu. Ja, man war dem Terrorismus, stand man etwas hilflos sogar gegenüber und man wusste nicht ganz genau, wie man sich verhalten sollte. Und es ging viel schief. Und Chili, also geprägt durch die Nachkriegszeit, durch die Verluste, die er in seiner Familie erlitten hat in der NS-Zeit, begann als einer der ersten mit großer Konsequenz das Recht zu verteidigen, die Würde des Menschen. Und das war sozusagen sein großes Thema. Und viele Leute verstanden später nicht, dass ausgerechnet dieser Terroristenverteidiger Innenminister wurde. Und dabei war es genau das Gleiche, nur mit anderen Mitteln. Auch als Innenminister hat er das Recht verteidigt. Und das Recht als sozusagen den Hauptinhalt eines Lebens ist toll als Figur. So wie Sie das jetzt Ja. schildern, kann ich den Lebensweg von Otto Schily nachvollziehen. Viel, viel schwerer nachzuvollziehen ist der Lebensweg von Horst Mahler. Ja. Der ist mit der RAF in den Untergrund gegangen, ist dann zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Inzwischen ist er ganz rechts außen gelandet und verteidigt oder leugnet den Holocaust. Ja. Können Sie das begreifen? Also es gibt, glaube ich, keinen größeren denkbaren Unterschied wie zwischen Schily und Ströbele auf der einen Seite und Mahler auf der anderen. Mahler hat auch, wenn ich das richtig sehe,
nicht das Recht verteidigt, sondern war von Anfang an eine hochpolitische Figur und solidarisierte sich mit seinen Mandanten, was man als Anwalt niemals machen darf, sondern das Verhältnis zwischen Anwalt und Mandant muss immer von allergrößter Distanz geprägt sein. Und dann gab es eine merkwürdige Situation. Mahler wurde verurteilt zu dieser hohen Strafe. 12 Jahre. 12 Jahre. Und den Unterschied zwischen den Charakteren von Schilly und Ströbele sieht man auch daran, dass Ströbele sich der freundliche Mensch, der gute Mensch sozusagen, um die Familie von Mahler gekümmert hat. Und Schilly brachte ihm Hegel, und zwar die Gesamtausgabe, ins Gefängnis. Und ich weiß das nur aus Erzählungen, aber es soll so gewesen sein, dass dann Mahler 10 Jahre lang nichts anderes als Hegel las. Und ich glaube, es ist einfach so, wenn man 10 Jahre Hegel liest, wird man in irgendeiner Weise extrem. Und es ist dabei vollkommen egal, ob das ganz links oder ganz rechts extrem ist. Das liegt daran, dass die Philosophen zu dieser Zeit so geschlossene Systeme hatten. Und Hegel hatte wahrscheinlich eines der allergeschlossensten. Und Mahler verfing sich darin. Und dann spielt es keine Rolle mehr, ob man links oder rechts ist. Es gibt noch einen weiteren Punkt. Mahler war ja, muss man auch sagen, brillant. Ja? Und hatte ein wirklich toll funktionierendes Gehirn. Und wenn man diesen Typus sich anschaut, des kalten Juristen, den gab es in der Bundesrepublik ja leider sehr häufig. Und dieser kalte Jurist, der sozusagen sich auch in den Verästelungen des Rechts verfängt und die Menschlichkeit dabei vergisst, das ist so der Typus Mahler. Sie haben ja gerade erwähnt, dass Sie Ihre berufliche Karriere als Rechtsanwalt begonnen haben in der Kanzlei von Otto Schilly. In der ehemaligen, ja. Schilly war schon raus. Ja. Und einer Ihrer ersten Fälle war die Verteidigung von Günter Schabowski, ja, im Mauerschützenprozess. Wir erinnern uns, Günter Schabowski war der Sprecher des Zentralkomitees der SED, der aus Versehen die Mauer geöffnet hat. Jetzt war der da also angeklagt im Mauerschützenprozess. Was hat Sie daran gereizt, ausgerechnet ihn zu verteidigen? Naja, erstens war ich 29 und das war der größte Prozess der Nachkriegsgeschichte und so ein Mandat zu bekommen, war natürlich das Allergrößte, was man sich überhaupt vorstellen konnte. Und dann fand ich, abgesehen von all diesen Sachen, fand ich die Rechtsfragen dieses Prozesses sehr interessant. Also man muss sich das so vorstellen, der Bundesgerichtshof und der Europäische Gerichtshof, die haben das ja alles am Schluss entschieden und wie es ausgegangen ist, weiß man. Aber die Fragen am Anfang waren schon interessant, nämlich die Frage ist, kann man diesen Mitgliedern des Politbüros, die sehr spät in das Politbüro kamen, vorwerfen, dass sie nicht früher die Mauer geöffnet haben und den Schießbefehl aufgehoben haben? Und das ist ein bisschen ein merkwürdiger Vorwurf, weil man kann ihnen nur etwas vorwerfen, wenn sie auch die Möglichkeit haben, es zu tun. Und das ist bei der innerdeutschen Grenze oder bei der Mauer schwierig gewesen, weil ja eigentlich das nicht die Mauer zwischen Deutschland und Deutschland war, sondern es war die Mauer zwischen Osten und Westen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst wenn das gesamte Politbüro aufgestanden hätte, wäre und gesagt hat, wir machen die Mauer auf, dass die Russen das zugelassen hätten. Also juristisch eine komplexe Frage. So ungefähr ging ja auch Ihre Verteidigungsstrategie. Genau. Würden Sie eigentlich jeden verteidigen? Es gibt Fälle, die ich nicht verteidigen würde. Also ich würde auf gar keinen Fall irgendetwas im rechtsradikalen Milieu verteidigen. Das ist mir so zuwider, dass ich kann ich nichts mit anfangen. Und ich würde bei Kindesmissbrauch nicht verteidigen, weil ich gar nichts von Kindern verstehe. Also ich weiß einfach nicht, wann die lügen und wann sie die Wahrheit sagen. Und man muss als Verteidiger dann aber ein Kind befragen können. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, das Kind berichtet die Wahrheit und wird dann nochmal befragt. Ist schwierig für mich. Also das würde ich nicht machen. Ja. Und ansonsten gibt es ziemlich wenig Sachen, die ich nicht verteidigen würde. Ja.
Jetzt waren Sie ja ein sehr erfolgreicher Anwalt. Der eine oder andere benutzt sogar das Wort vom prominenten Anwalt. Und dann mit 45 haben Sie Ihrem Leben eine ganz neue Wende gegeben und haben begonnen, Bücher zu schreiben. Sehr erfolgreich. Das würden, glaube ich, viele Leute gerne machen, mit 45 einfach nochmal ganz von vorne anfangen. Ja, wissen Sie, ein bisschen ist es ja so, dass wir, dass unser Leben nur in der Rückschau einen Sinn gewinnt, nicht in dem Moment, in dem wir etwas tun. Wir durch unsere Erzählung gewinnt es Sinn. Und mir kommt es ein bisschen heute vor, als wäre diese Zeit als Anwalt ein Zwischenschritt gewesen und das Schreiben das eigentliche. Ich habe mit 13 mein erstes Theaterstück geschrieben, ein unglaublich schlechtes Stück übrigens, eine Adaption von den drei Musketieren, und es ging hauptsächlich um die Fechtszenen und die Dialoge waren absolute Nebensache. Aber damals wurde mir gesagt, also dass Schriftsteller bettelarm sind und in Kellern wohnen und an Lungenentzündung sterben, und so mutig war ich nicht. Und das so viele Jahrhunderte lang bei uns Juristen in der Familie gab, lag das dann nahe. Und im Jura dann natürlich das Strafrecht, weil ob der A von dem B Geld bekommt, hat mich einfach nie interessiert. Und damit sein Leben zu verbringen, fand ich sehr langweilig. Und ich bin aber so ganz froh, dass es dann mit dem Schreiben geklappt hat, und heute fühle ich mich wohl damit. Ja, ich weiß nicht, ob das in nochmal 10 Jahren wieder irgendwas anderes wird. Es ist Ihnen ja gelungen, die zentralen Fragen der Juristerei zur Literatur zu machen. Ich Ja. greife mal eine Frage raus, die Sie immer wieder thematisieren. Wer wird warum zum Täter? Kann jeder zum Verbrecher werden? Steckt das in jedem von uns? Ja, das glaube ich schon. Also das ist, also wir müssen uns das so vorstellen, dass, also ich rede jetzt nicht von Staatsverbrechen oder von Verbrechen, die kalt geplant sind, sondern von dem, was so zwischenmenschlich passiert. Und da ist es so, dass das oft nur ein quantitativer Unterschied ist, kein qualitativer. Also wenn Sie abends nach Hause gehen und es war wieder so eine blöde Sendung mit so einem blöden Schriftsteller und Sie sind so etwas wütend und motzen Ihre Frau ein und werden laut mit ihr, ja, dann ist das tatsächlich eine Form von Gewalt, ja, eine ganz kleine Form von Gewalt, aber es ist Gewalt. Und von dem Lautwerden und dem Anschreien bis zu dem ersten Schubsen ist es nur ein winziger Schritt. Und von dem Schubsen bis zur ersten Ohrfeige ist es wieder nur ein kleiner Schritt. Und so geht das weiter. Und am Schluss kommt das Messer ins Spiel oder die Axt oder irgendetwas anderes. Oder man schubst jemand die Treppe runter. Und diese Unterschiede sind graduell. Also das ist tatsächlich in uns. Darf ich da gerade Ja. einhaken? Machen die Umstände den Menschen zum Verbrecher oder gibt es schon den freien Willen, dass jeder die Entscheidung trifft, ich tue was oder ich tue es eben nicht? Nee, es gibt beides. Also das schließt sich nicht aus. Ich glaube, dass es zu einem ganz großen Teil die Umstände sind. Ob wir Glück haben und so durchkommen oder ob wir Pech haben und das Eis unter uns bricht und wir ins Kalte sinken. Aber natürlich haben wir einen freien Willen. Es gibt ja Hirnforscher, die sagen, wir haben keinen freien Willen und es ist sozusagen vorherbestimmt, was wir machen. Mag sein, wissenschaftlich, aber wir dürfen nicht dran glauben. Ja, wenn wir das tun, müssen wir unsere Gesellschaft sofort aufgeben. Wir können niemanden mehr für irgendetwas verantwortlich machen. Kein Politiker, kein Verbrecher und nichts mehr. Ja. Also ich glaube, es gibt einen freien Willen und sonst tun wir so, als würde es ihn geben. Tatsächlich sind es aber trotzdem die Umstände. Ja. Also eine Verkettung unglücklicher Umstände führt in der Regel. Und wenn man in der Rückschau ein Verbrechen anschaut, dann sind das meistens unglückliche Umstände. Dann gibt es natürlich noch einen großen Anteil, der also zeitlich viel weiter von der Tat weg ist, der irgendwo in der Kindheit begründet ist. Ich würde gerne noch mal auf Ihr Buch zu sprechen kommen. Sie haben mir im Vorfeld ein paar Zeilen dazu geschickt. Unter anderem haben Sie geschrieben, es ist ein Buch über die Einsamkeit. Ja. Sind Sie einsam? Sind wir alle einsam?
Ja, also das glaube ich schon. Also Dass Sie einsam sind oder dass wir alle? dass wir alle einsam sind, dass ich auch einsam bin, zumindest ein bisschen. Wir sitzen jetzt hier in so ordentlichen Anzügen. Also Ihr Anzug ist zumindest ordentlich, meiner nicht Danke, so sehr. danke. Aber und Sie bemühen sich, so Teil dieser Welt zu sein und sind das meistens auch. Aber wenn Sie abends im Bett liegen und der Tag klingt so aus, dann merken Sie, dass Sie doch alleine sind mit all Ihren Fehlern und Ihrem Nachdenken und Ihren Problemen und so weiter. Und diese Einsamkeit nimmt meines Erachtens zu. Ja, also Woran liegt das? das liegt also zum einen so an Sachen, die man dauernd spricht, Zunahme der sozialen Netzwerke, dass die Leute sich mehr mit ihrem elektronischen Equipment beschäftigen als mit dem nächsten Menschen. Das sehen Sie in jedem Café, da sitzen 5 Leute an einem Tisch, alle starren auf ihr Handy. Ich habe vor 2 Tagen gelesen, dass 30% der Leute nur noch mit dem Handy sich SMS schicken oder chatten oder wie es heißt und nicht mehr telefonieren, weil sie Angst haben vor dem spontanen Gespräch. Ja, das ist schon ein bisschen erschreckend. Und in England wurde vor kurzem ein Ministerium für Einsamkeit gegründet, weil so viele Menschen inzwischen alleine in ihren Wohnungen leben. Die Familienverbände sind aufgelöst und das, was wir eigentlich als große Freiheit empfinden, nämlich dass wir fern sein können von unserer Großfamilie. Es ist ja schrecklich, diese ganzen Tanten und Onkels und so weiter dauernd um sich zu haben, wie es früher mal war. Wir haben eigene Wohnungen und leben da relativ bequem drin. Aber das schafft auch Einsamkeit. Und ich glaube, ein kleiner Trick gegen die Einsamkeit ist, sich bewusst zu machen, dass man auch etwas einsam ist. Dann wird es irgendwie besser. Wenn man immer denkt, das geht niemandem anderen so, man ist nur man selbst hat dieses Problem, dann wird es schwieriger. Das ist Ihr bisher persönlichstes Buch. Man gewinnt da den Eindruck, dass diese Einsamkeit schon bei Ihnen als Kind angelegt war. Sie stammen aus einer sehr wohlhabenden bürgerlichen Familie. Ich verkürze das mal. Viele Hausangestellte, aber wenig menschliche Nähe. Naja, also das stimmt ein bisschen. Auf der anderen Seite war es ja bei vielen in meiner Generation so. Ich bin also 64 geboren und damals war man nicht so wahnsinnig eng mit den Kindern. Die Kinder waren da, es war schön, dass sie da sind, aber man hatte jetzt nicht diesen Kontakt, den Eltern heute mit ihren Kindern haben, dass sie mit ihnen auf den Spielplatz stundenlang gehen und die Schaukel hin und her bewegen. Das wäre bei uns so schon ausgeschlossen gewesen, die Vorstellung alleine. Und das war, ja, aber wissen Sie, es ist nicht so, dass Kinder das so empfinden. Ja, das tun wir auch erst im Nachhinein. Kinder haben keine Adjektive für ihre Kindheit. Die würden nie sagen, ich habe eine schöne Kindheit gerade oder ich habe eine schlimme Kindheit gerade, sondern Kindheiten sind so. Ja, alle Erlebnisse sind ja neu. Wir wissen ja gar nichts als Kind. Wir sehen irgendetwas zum ersten Mal. Ja, fast alles sehen wir zum ersten Mal. Und bei mir war es so, das war auf dem Land und es gab tatsächlich nicht sehr viel und es war alles sehr, sehr langsam und unglaublich langweilig. Es passierte einfach gar nichts und ich mochte es aber ganz gern. Sie sind in dem Buch sehr offen. Sie schreiben auch darüber, dass Sie mit 15 war es, glaube ich, einen Selbstmordversuch begangen haben. Ist Ihnen das sehr schwer gefallen, darüber zu schreiben? Natürlich, das ist furchtbar, darüber zu schreiben. Ja, das ist auch deshalb furchtbar, also nicht das drüber schreiben ist furchtbar, das geht, damit komme ich zurecht. Das Schlimme ist sozusagen, dass man eine Tür aufmacht und alle reinschauen können. Ja, das widerspricht meinem Wesen etwas. Auf der anderen Seite ist das so, dass das Buch kann man nicht verstehen oder könnte man nicht verstehen, wenn ich das nicht geschrieben habe. Das ist die erste Geschichte und das ist der Grundton dieses Buches. Und das wegzulassen, dann hätte man am Schluss so Aufzugsmusik und Gebrauchskunst und es wäre langweilig. Also es gibt so ein
wenn man ordentlich schreiben will und seine Sachen so erzählen möchte, dann gibt es schon so einen Anspruch auf literarische Wahrheit. Ja, das ist keine Dokumentation und man kann jetzt nicht so alles ganz genau nachvollziehen, aber es muss schon stimmen. Es muss eine literarische Wahrheit sein, sonst hat es keinen Sinn. Zur Wahrheit und Ihrer Geschichte gehört auch, dass Sie einen sehr belasteten Namen tragen. Ihr Großvater Baldur von Schirach war Reichsjugendführer im NS-Regime. Er war der Gauleiter später von Wien. Und im Buch erzählen Sie auch eine sehr bewegende Geschichte, wie Sie eine ukrainische Anwältin treffen, deren Großeltern mutmaßlich durch das Tun Ihres Großvaters ums Leben kamen. Ja, genau. Wie schwer fällt Ihnen die Auseinandersetzung mit Ihrem Großvater? Also, das ist so ein Teil einfach von meinem Leben geworden. Ja, ich habe sehr früh, also in so einer Familie, wie meine, ist natürlich alles öffentlich. Ja, da gibt es nicht den Moment, dass irgendjemand auf den Dachboden geht und dort die SS-Uniform des Großvaters findet und vollkommen erschreckt ist, sondern bei uns war alles öffentlich. Das ist eine bekannte Figur gewesen. Ich darf kurz mal einhaken. Also Ihr Großvater war einer der Angeklagten in den In Nürnberger Nürnberger Prozessen, Prozessen, wurde ja. zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt und kam dann 1966 frei. Genau. Und deswegen beschäftigt man sich sehr früh damit, oder ich beschäftige mich sehr früh damit und hab dann im Studium die Prozessakten oder die Protokolle der Nürnberger Prozesse gelesen. Und das ist dann so ein Teil des Lebens, dass man immer wieder darüber nachdenkt. Nun ist es so, ich habe ja ein ganzes Buch darüber geschrieben, der Fall Collini, wo diese Fragen der Nachkriegszeit vor allen Dingen behandelt worden sind. Und letztlich ist es so, und zu dem Ergebnis kommt man nach einem Leben der Auseinandersetzung, dass natürlich die Schuld dieser Generation und die Schuld meines Großvaters, die Schuld meines Großvaters ist nicht meine Schuld. Ja, das ist, wenn man dem Bundesverfassungsgericht folgt, ist es so, dass Schuld persönliche Verantwortung bedeutet, persönliche Vorwerfbarkeit, wobei es um das Persönliche geht. Aber die Schuld ist eine Sache und die Verantwortung, die man trägt mit so einem Namen, eine ganz andere. Und diese Verantwortung muss man ernst nehmen und die geht auch nicht weg. Also das ist so tatsächlich Teil meines Lebens geworden. Und es ist ja auch vernünftig, das immer wieder zu betonen und immer wieder sich dagegen zu stellen. Und auch diese Anfänge, die wir jetzt haben mit dieser grässlichen AfD, da muss man sich dagegen stellen. Da bleibt einem nichts anderes übrig. Ja, mit so einem Namen. Sie haben mal sinngemäß gesagt, die Auseinandersetzung mit den Taten und Reden meines Großvaters haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ja, man kann mit diesen Verbrechen und diesen furchtbaren Sätzen, die er da in Wien gesagt hat, Zum Beispiel? also ein Satz war zum Beispiel, dass die Vertreibung der Juden sein Beitrag zur Kultur Europas sei und lautet so wirklich grässliches, dummes, scheußliches Zeug. Und vor allen Dingen aber natürlich nicht die Sätze, sondern auch die Taten. Er war verantwortlich für die Deportation der Juden aus Wien und letztlich auch für die Morde an ihnen. Und natürlich ist es so, dass man immer das wird, was einen in seinem Leben beschäftigt. Und bei mir war es eben die Wut und die Scham über solche Sätze, die mich geprägt haben. Das ist ganz klar, es geht nicht anders. Ja. Sie haben es gerade erwähnt, dass Sie die Geschichte von Ihnen und Ihrem Großvater in ziemlich abgewandelter Form auch verarbeitet haben in Ihrem Roman Der Fall Collini. Das kommt demnächst in die Kinos. Der Fall Collini in der Hauptrolle Elias Mbarek ab 18. April im Kino, ab 4. März schon in den Buchhandlungen. Ihr Buch Kaffee und Zigaretten. Das war heute Phoenix persönlich mit Ferdinand von Schirach. Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.